Sie küsste zurück, ließ ihre Hände jedoch an ihrem Schoß liegen. Ihre Beine waren eingeschlafen. Mots tastete sich vor zum Verschluss ihres BHs, versuchte, ihn mit den Fingern einer Hand zu öffnen, schaffte es nicht. Jede seiner Gesten war behutsam. Und immer dann, wenn er so bei ihr war wie jetzt, wenn er streichelte und erkundete und bestaunte, musste sie flüchten. Seine Sanftheit machte ihr Angst. Sie konnte nicht zulassen, dass er über ihre mühsam aufgebaute Schutzkruste strich, bis sie nachgab. Er würde durch das Loch schauen. Alles würde er sehen können. Den Kummer und die Gier und ihren Verrat. Und das musste sie verhindern. Er wollte so viel. Er wollte wissen und spüren und öffnen. Er fürchtete sich nicht davor, etwas zu empfinden. Hastig stand Jo auf, strich den Pullover glatt. Mots stöhnte und ließ sich zurück auf sein Bett fallen. Da ging die Tür auf. Raff kam herein. »Das auch noch«, murmelte Mots. »Und außerdem habe ich dir schon so oft gesagt, dass du anklopfen sollst.« »Schöne Begrüßung«, sagte Raff und öffnete das Fenster. »Selber schuld, wenn du nicht absperrst.« Kühle Herbstluft. Das Läuten von Kuhglocken. Es war ein nebliger, diesiger Nachmittag Mitte Oktober. »Wo warst du denn nach der Schule?«, fragte Jo. »Jetzt bin ich ja da.« »Deine Ausweicherei nervt.« »Na und, was kümmert es dich?« »Tut es nicht.« »Was fragst du dann?« »Wollte nur höflich sein.« »Kannst du dir sparen.« »Ey, hört auf, euch anzuzicken«, fuhr Mots dazwischen. »Das ist ja nicht auszuhalten mit euch.« »Ist halt nicht jeder so harmoniesüchtig wie du«, sagte Jo. Wenn sie sich sahen, traten Raff und Jo sofort in den Ring, umschlichen einander mit Worten, frotzelten, testeten Grenzen aus.